Es kam vor Gericht dazu, dass die Richterin zu mir folgende Situation sagte oder folgende Situation mir erklärte. Ich habe zwei Optionen. Erstens, ich habe die Situation, dass ich mich vor Gericht verantworten muss und entweder werde ich freigesprochen oder ich werde schuldig gesprochen. Wenn ich schuldig gesprochen werde, kommt es darauf an, wie der Schuldspruch aussieht. Und das sind die zwei Situationen. Wenn ich schuldig gesprochen werde, sie hat gemeint, aufgrund der ganzen Situation um den ganzen Zeug herum, würde sie eine weitere Bewährungsstrafe für mich in Erwägung ziehen. Aber nur dann, wenn ich garantieren kann, dass diese Vorfälle hier vor Ort, mit diesen ganzen Aktionen, diesem ganzen Mist, der hier passiert, diese ganzen Angriffe, dieser ganze Scheiß, dass ich den Leuten auf die Fresse hau oder mich verteidige und dabei den Leuten aufs Maul hau oder sonst was. Diese Option hat sie mir gegeben. Entweder sorge ich dafür, dass die Situation sich ändert und quasi keine weiteren Straffälligkeiten passieren. Das heißt im Klartext, wenn die Situation eintritt, dass ich es schaffe, glaubhaft zu vermitteln, dass es keine weiteren solche Vorfälle geben kann oder dass ich das Risiko, dass weitere solche Vorfälle kommen, auf ein Minimum reduziere oder auf ein Null am besten reduziere, dann würde sie mich auf Bewährung setzen. So. Die andere Situation ist, ich hätte für 2 Jahre meinen YouTube-Kanal stilllegen müssen, um dadurch zu garantieren, dass es nicht weiter zu solchen Vorfällen kommt. So, das waren die beiden Optionen. Natürlich kann die Richterin nicht von mir verlangen, dass ich meinen Kanal stilllege. Das kann sie nicht, weil es geht um Meinungsfreiheit und es ist ein Meinungsfreiheitsland, in dem wir sind. Ja, man hat das Recht auf Meinungsfreiheit. Also kann sie mir nicht verbieten, dass ich meinen YouTube-Kanal schließe. So, oder zumindest stilllege. Aber was sie machen kann ist, sie kann zu mir sagen, pass auf, oder passen Sie auf, Herr Winkler, wenn Sie es vorübergehend stilllegen und dadurch dafür sorgen, dass dieser Hate abflauen kann, beziehungsweise wegläuft, nach 2 oder 3 Jahren würde es weitergehen, wenn die Bewährung aufgehoben wird, dann könnte ich weitermachen. Aber das war für mich keine Option. Zum einen, weil ich dann kein Geld mehr damit verdienen würde und keine Sachen mehr machen könnte mit. Und zum anderen hätte ich am Ende vom Monat ein Problem, was meine ganzen Kosten angeht. Ja? Und ich hätte auch keine Möglichkeit, was anderes zu machen. Außerdem würde der Hate ja nicht sofort abflauen. Das ist ja jetzt so, dass ich den Computer ausschalte und der Hate ist weg. Das wäre zwar eine praktische Aktion, weil dann würde ich den Computer einfach, wenn jemand vor meiner Tür steht, ausschalten und die Hater. Was mache ich hier? Cool, ich gehe. Und hauen sie ab. Das wäre eine coole Aktion, das geht aber leider nicht. So, das mit dem Hate würde noch monatelang, wenn nicht sogar noch jahrelang weitergehen. Vor allem, wenn das Richterurteil dann gesprochen werden würde, dann würden die Hater ja wissen, ach ja, der ist ja nur auf Bewährung, weil er halt jetzt seinen YouTube-Kanal weitermacht, dann kann er genauso gut, können wir ihn genauso gut weiterhaten, bla bla bla. In 2 Jahren geht es dann wieder weiter, dann machen wir halt eine Pausenstaffel oder so ähnlich. So. Also sieht die Situation folgt aus. Wie folgt aus? Ich habe nur die Option, entweder, dass ich das Ganze stilllege oder dass ich dafür sorge, dass das mit dem Hate endet, auf die eine oder andere Weise. Und das ist halt irgendwie eine Art von Gerechtigkeit, die ich sehr schade finde, weil letzten Endes, ich verstehe die Richterin, die muss irgendwas unternehmen. Auf der anderen Seite muss man auch noch dazu sagen, ich bin nicht schuldig gesprochen. Ne? Also ich bin ja noch nicht schuldig gesprochen, das muss man dazu sagen. Und dadurch, dass ich nicht schuldig gesprochen bin, heißt es auch noch lange nicht, dass es so kommen wird. Aber es ist die Situation, die mir angeboten wurde, beziehungsweise die Situation, die mir dargelegt wurde. Und